Nur noch ein Gebiet ist übrig. Und dann... Und dann können wir endlich... Na! Schon klar hier, ne? So und... Wohin noch gleich? Monterey Journey. Ja. Das kommt, wenn ich spiele. Ich kann mich da schlecht auf zwei Sachen konzentrieren. Bin halt keine Frau. Die können das ja angeblich. Jo! Alter! Zieh sich das einer rein! Wegen einem Bogenschützen habe ich alles an Leben verloren. Was mir gerade einfällt, das war ziemlich dämlich von mir, die gelehrte Ochsenzunge hier zu kaufen, da ja eigentlich ich den Monterey Journey für günstiger bekomme. Wow! So, verbute. Erinnert mich daran, es nicht mit euch zu verscherzen. Ja, das wäre nicht so gut. Ach, jetzt muss ich den Kerl einholen auch noch. Warum kann ich... Ich könnte auch ein Wurfmesser werfen, ne? Ja, ja, warte kurz. Bam! So ein perfekter Wurf hier. Ja, und damit sind wir inkognito wieder. Inkognito. So, hoch mit dir. Mach einen Abflug. Alter, das ist ein Witz. Jetzt bin ich wegen dem gestorben. Wegen einem verfickten kleinen Hurensohn von Bogenschützen. Tja, so kommt's. So kommt's. Ja. Drehen wir uns ein bisschen im Kreis rum. Oh. Ich hasse es immer zu sterben, vor allem wegen sowas Unnötigen, ganz ehrlich. Falle ich da versehentlich runter. Ist natürlich sofort tödlich. Oder fast tödlich. Und ich kann alle nochmal erledigen. Nee, ein Glück. Ein Glück. Darauf hätte ich jetzt nämlich gar keinen Bock. Aber ich bin auch nicht inkognito. Beeindruckend. Alter, das darf nicht wahr sein. Jetzt hält sich die Schlampe da nicht mal fest. Trottel, ey. So, paddeln wir hier eine Runde. Ist ja noch ein ganzes Stück. Und dann schauen wir mal. Warnung, Sperrgebiet, ja, ist egal. Da ist eh niemand, der mich dafür ermahnen möchte, könnte. Einmal aufgeschnitten. Alter, das sieht so übel aus. So, und damit sind wir fast wieder inkognito. Machen wir noch kurz das hier. Und damit hätten wir das. Heilen wir uns noch kurz ein bisschen. Ups, Entschuldigung. Katzo? Katze? Ja, der war nicht gut.
Der war ganz und gar nicht gut. Ja, das mit dem Hochspringen kriege ich noch nicht so hundertprozentig immer hin, aber ein paar Versuche und dann klappt es. Ja, Moment. Da haben wir es. Oh. Kostet natürlich mal wieder Messer ohne Ende hier. Naja, wenigstens, was ich ein bisschen schade finde einerseits auch, ist... Ups, nee, darauf wollte ich nicht klicken. Dass es nicht mehr so halt One-Hit-Kills sind mit Messern. Das war zwar ein bisschen übertrieben, aber wenn man gut zielt, kann man das wirklich schaffen. Ich meine, wenn man so ein Messer im Schädel stecken hat, der Gegner in dem Fall, da hat er nichts zu lachen. So, ich sehe gerade, wir müssen wieder zurück. Wir haben allerdings auch 20.000 in der Villa. Und 4.000 hier macht 24.000. Damit können wir den Rest aufrüsten und uns noch eventuell das geile Schwert kaufen, je nachdem, wie groß der Rabatt ist, den wir kriegen in Montorgioni. Vielleicht fehlt uns auch ein bisschen, aber so oder so will ich das kurz machen. Ja, akzeptieren wir natürlich. Und ich unterbreche wieder die Ladesequenz. Bis so. Wir sind in Montorgioni, haben zwei Codex-Seiten. Vielleicht kann ich euch wieder schön was vorlesen. Seite 8 kommt ja als nächstes. Und selbst wenn nicht... Na? So, die Diebesgilde hier. Aber ich habe keine Federn seitdem. Nun gut. Oh ja, und die neue Panzerung will ich auch noch haben. Scheiß auf das Schwert. Ich hole mir erstmal die neue Dingspanzerung da. 24.000. Nein, gibt nichts weiter zu lesen. Aber ich kann die kurz anordnen hier. Jawohl. Der Rest sieht korrekt aus soweit. Ja. Der Rest scheint richtig zu sein. Hatten wir nur eine? Ups. Nein, zurück, so. 26, tatsächlich, war doch nur eine. Nun gut. Nun gut. Interagieren wir mal. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Klar doch. Was sonst? Die Kirche, haben wir noch 20.000, das dürfte hinkommen. Buon viaggio. Plus 14.000 hat die Kirche gebracht. Wahrscheinlich, weil ich jetzt alles hier geupgradet habe. Oh ja, es sieht wirklich schick aus. Inzwischen. Finde ich gut, dass sie hier so richtig einen Wandel mit eingebracht haben und so. Das ist schon geil gemacht. Edle Preise. Missiglias Stiefel. Akzeptieren wir natürlich. Reparieren einmal alles. Waffen. Ah, wie teuer? 21.250, oh mein Gott. Fleischermesser sind alle im Prinzip schlechter. Also es ist schon wirklich das Nonplusultra, sag ich mal. Kaufen wir uns noch ein paar Messer. Ich bedanke mich. Und vielleicht kann ich noch ein Bild kaufen. Nee, das eigentlich nicht. Oh, nochmal plus 730 auf den Wert. Sehr schön. Konnten wir uns alle kaufen. Bringt nochmal den Wert, treibt nochmal den Wert in die Höhe. Oder? Jawohl. Plus 398. Nice one. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen was hier gemacht. Und ich würde sagen, es geht wieder nach Venedig. Und jetzt habe ich vergessen, wo das war.
Deswegen sage ich einfach wieder mal, Rialto-Brücke ist schön zentral. Da haben wir, egal wo es ist, keinen allzu weiten Weg. Und ich unterbreche wieder. Bis gleich. So. Oh, ein Maskenball. Klingt interessant. Oh, da ist direkt... Jo, ich meine, warum nicht, ne? Ist ja so einladend. Müssen wir nicht klettern oder sowas. Plündern. 500. Passt. Okay. Da ist das Schloss oder die Burg. Wir haben alle erledigt. Das heißt, unsere Mission kann starten. Alter, jetzt komme ich da. Doch, komme ich doch hoch. Gut. Entschuldigung. Aber ich muss da durch. Och man, wieder so ein nerviger Sänger hier. Gibt es für 1000 denn hier ein Gemälde, was ich mir gönnen kann? Schatzkarten habe ich beide. 6000, oh ne, das kann ich mir leider noch nicht machen. Ja, habt ihr auch. Gut, gut. Ah, ich muss wahrscheinlich in die Diebesgilde oder so ein Scheiß, ja, sehe ich doch hier schon. Ah, hätte ich mich auch direkt hin teleportieren können, hätte ich fast gesagt. Ja, ist ja praktisch teleportieren, hinreisen. Sagt man zwar, aber... Ab. Okay, von mir aus. Hopp, hopp, hopp. Oh, angesprungen habe ich den Putzini. Aha. Zielleine! Ja, da müsste es auch so hochklettern können. Ich mach doch gar nichts, Spasti. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was das soll. Aber wir haben jetzt unseren Startpunkt hier erreicht. Die Feuer sind entzündet und das wird... Jetzt eventuell werde ich 2, 3 Versuche brauchen. Nur hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ed. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus. Oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich das Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst oder ein Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Amico mio. Ja, los geht's, ne? Was sonst? Hoffentlich läuft alles so wie geplant. Schießt! Schießt auf den Dämon! Musste kurz unterbrechen eben, wegen weil wieder dieser Scheiß-Lag. Und abwärts geht's. Ich lieg hier völlig falsch, fällt mir gerade auf. Oh! Bin ich da gegen so ein scheiß Seil geflogen? Das ist natürlich doof. Kack, yes, 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 yes. Das nervt irgendwie ein bisschen. Nur geringfügig, aber es nervt. Ach, latsch schneller. Hätte ich auch wieder unterbrechen können, aber egal.
Schießt! Schießt!